Morgenstund hat Chainsaws im Mund. Bleibt zumindest zu hoffen. Hallöchen, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Ich würde heute mal was Spannendes ausprobieren. Und zwar, ob der Perk Floods of Rage, Flut des Zorns, hier auf der linken Seite, ist ein neuer Perk vom Onryo. Ob der sehr gut ist auf Billy, ouch, oder eben nur average, so irgendwie, wie er jedem Killer halt nützt. Der erzeugt 4 besondere Haken. Wenn man Survivor da dranhängt und die dann abgehakt, dann sieht man die Augen von allen Survivern, die gerade nicht hingen. Diese Survivorin hat übrigens 8000 Stunden, habe ich gerade in der Lobby gesehen. Und bei meinem Glück finde ich die zuerst. Ist einfach fantastisch. Komm her jetzt, Süße. Wir spielen eine Runde. Holy shit! Au! Das war eine verdammt weirde Interaktion. Die hat rausgejuckt aus der Palette. Siehst du halt auch nicht viele Leute machen, so einen Schissel. Ich glaube, die war überrascht. Die hat dead hard. Ich höre jemanden. Oh, dieser jemand ist raus. Oh, hi. Ich kann hier jetzt umrum curven, aber ich... Ihr seht's. Ihr seht's. Wenn man kann, dann kann man. Wenn man nicht kann, dann macht man so wie ich. Stoop draus. Oh, es reicht nicht. Warte, ich brauche Spike Boots. No, Alter. Warte mal, jetzt aber. Oh, sie ist reingejuked. Oh, das hätte ja fast nicht getroffen. Das war ein bisschen ihre Schuld. Er hat so einen leichten Ring Around the Rosie Spin gemacht und dann, naja, war da auf einmal eine Kettensäge und kam eins zum anderen und ich habe nicht locker gelassen, sie hat nicht locker gelassen, ich habe ein paar Dinge gesagt, sie hat ein paar Dinge gesagt und jetzt, sie haben uns vermutlich bald vor Gericht. Hallöchen, mein lieber Freund. Was macht der denn da, Alter? Baby Quentin. Boah, das hätte ich ja fast kriegen können. Diese verlängerte Aufladezeit ist auch so ein gewöhnungsbedürftige Sache hier. Oh, Gen Speed, Leute, mal wieder insane bei euch. Oh, ich schaffe das, glaube ich, nicht, den dahin zu hängen. Das Ding ist, ich war jetzt gerade im Chase mit Quentin. Sie wurde jetzt abgehakt und irgendwo waren die Auren der Survivor, aber das hat mir jetzt in dem Falle erst gar nicht so viel genützt, weil ich war ja direkt an ihm dran. Hätte jetzt Kettensäge aufgeladen, wäre sie drüber gejumpt, so von daher. Oh, lol. Hi. Dude. Seriously? An dem Hügel kannst du mich eigentlich relativ gut sehen. Just saying. Okay, dann kriegen wir jetzt hier nochmal eine Chance. Warte mal. Wir haben auch, diesen Gen Explosion Perk da auf den Geißelhaken. Oh, warte mal. Barbecue? Das ist nicht das, was ich will, aber... Sniperoni! Oh, oh, was? Die haben da einfach... Die sind einfach stehen geblieben. Oh mein fucking Gott! Das ist auch wieder so eine Sache, die ich rausschneiden muss. Das ist kein Thema. Wozu gibt's Video-Editing-Programs? Oh mein Gott. War das awkward. Das ist nicht die Palette. Ha! Ich hab nur geraten, ich hab's nicht gewusst. Schaffst du nicht. Stirbst. Gleich noch, du stirbst. Hör doch auf mich. Hör doch einmal auf mich. Pass auf, die kommt. Flashlight safe. Sowas Freches. Gen Speed immer noch insane. Die kommen nicht so richtig in Gang. Also es scheint gut genug Druck zu machen, beziehungsweise ein, zwei der Survivor machen wahrscheinlich nicht ganz so viel, ne? Habe ich hier gerade jemanden gesehen? Ich bin mir nicht sicher, ob Barbecue mir gerade eine Aura gezeigt hat. Sehr viel spielt sich hier irgendwie ab, ne? Aber ist noch keiner da? Vielleicht finde ich die Nancy irgendwo. Hatte ich Nancy bekommen? Nee. Die hing erst einmal. Jetzt aber, ja. Hab ich mir gedacht.
Ich würde gerne Auren sehen, aber dieser komische, diese Explosionsbubble da versperrt mir übelst die Sicht. Das ist schade, Alter. Ah, hier ist auch so viel Stuff. Da kann man nicht so richtig snipen. So stellt euch das vor auf Rotten Fields oder so. Ich muss meine Sensi runterstellen. Wisst ihr, was ich meine? Wenn sie jetzt nicht springt, dann bin ich raus. Okay, bin raus. Check muss ich jetzt nicht unbedingt spielen. Auch wenn Palette nicht da ist, aber ich verschwende nicht zu viel Zeit. Ich bin nicht so gut in Curving, aber... Oh. Quentin, Alter. Baby Quitten. Ich glaube, den kriege ich. Aufladezeit! Der schmeißt runter. Der rennt straight zur Palette, Alter. Der rennt. Ich wusste es. Digga, so erfahrene Survivor und Survivor, die irgendwie erwartbar unerfahren spielen, in einer Lobby zu haben, ist extrem komisch, Alter. Du weißt nie, was die machen, Junge. Ob die jetzt juken oder nicht, ob du draufhalten sollst oder, keine Ahnung, ob du denen was vom Bäcker mitbringst, weiß es halt einfach nicht. So, komm jetzt. Hier am... War klar. Komm, Aura Value hier jetzt. Ja, wusste ich. Oh! Komm, aber ein bisschen Achselwasseralarm, komm. Es hat mir immerhin ein bisschen geholfen, die Situation einzuordnen. Aber ich glaube, man erkennt die Stärke. Gerade mit Billy. Gerade wenn du, Boss! Die hat recht glitschige Schulter, Digga. Was war denn jetzt? Da habe ich ein bisschen zu verzogen. Antäuschen? Na, ist meine Palette. Brauchst du auch gar nicht so zu gucken. Okay, du bist tot. Dead. Nee, also noch nicht, aber dann. Tot am Haken dann zumindest. So. Ich gehe dahin, wo die zwei Survivor sind. In circa 10 Jahren. Macht euch bloß keinen Stress. Ich sollte auf Quentin gehen. Mann! What are you doing? What? Da ist jemand. Die Survivorin habe ich noch gar nicht gehabt hier. Ich darf das eigentlich nicht jagen. Es ist übelst... Oh, warte mal. Übelste Zeitverschwendung, ja. Ja, ich glaube, ich kann das nicht snipen so. Da siehst du, Quentin wäre schon down und der Jen wäre hier noch. Das war eine Fehlentscheidung. Der wäre noch nicht fertig. Das war ein bisschen doof von mir. Hi. Ich dachte jetzt, der ging daneben, Digga. Ich liebe diesen Mindgame. Deadheart? Okay. Kein Deadheart, Alter? Ich respektiere das. Holy shit. Warte mal. Wir gucken weiter. Wir brauchen mal ein bisschen Slowdown. Weil gerade... Die haben es wieder in Gang gekriegt hier. Hello? Oh, shit. Ich nehme dich, du bist tot. Außerdem macht's fun, erfahrene Survivor zu jagen. Na, hat sie gelernt? Hat! Ah, jetzt bist du in einer ziemlich bescheidenen Situation, wenn ich das richtig spiele. Nächste Runde. Platz of Rage nützt mir jetzt ja auch gerade gar nichts. Sie wird nicht die Palette nehmen. Okay, das ist ein Kill, aber das war ein Fun-Match. Das war ein guter Chase. Ich habe mich nicht mit Scheiß aufgehalten, nur ich war immer am Jagen. Oh, warte mal. Oh.
Hi. Oh, hallo. Es hat hier runtergesprungen. Oh, du bist... Die ist noch nicht tot. Die werden an dem anderen Tor sein, gerade links. No! Ey, renn nicht weg, Mann. Renn nicht gleich. Jetzt hier nochmal drauf rein. Ich dachte, diesmal mache ich es andersrum, aber ne. Schaff's. Die hat kein Dead Heart, ne? Sonst wäre sie so selbstsicher, Alter. Das war faktisch eigentlich die einzige Möglichkeit, jetzt hier zu springen. Also. Okay. Ich bringe sie mal zu dem weiter entfernten Haken hier. Vielleicht kann ich noch irgendwie Quentin absägen oder so. Ich glaube, da habe ich die besten Chancen. Aber ich lasse sie kommen. Quentin ist da. Ich mache ja ein bisschen Platz. Wenn ich die andere Survivorin noch finde, dann, die ist tot am Haken, Lurk. Die Meg. Okay, Quentin kriege ich wahrscheinlich nicht. Ich will es nicht wissen. Oh. Oh. Oh, hi. Wo wir gerade vom Teufel sprechen. Och, du hast Dead Heart. Was willst du denn jetzt hier? Komm, geh. Hätte sie schlagen können, dann Decisive Strike und aber... Scheiß mal drauf. Scheiß mal drauf. Ja, schade. Ich habe nicht so viel Value bekommen, wie ich eigentlich gehofft hatte. Ärgert mich ein bisschen. Aber ich glaube, man sieht das Potenzial, was man hat. Wisst ihr, was ich meine? Gerade auf Billy, gerade wenn man dann im Chase ist für Mindgames, ist der Perk super und dann vielleicht für Snipes auf ein bisschen offenere Karten. Weil das Ding ist, du hast halt mit Billy, also die hast die Situation halt immer, ne, mit Floods of Rage, aber auf Billy hast du halt One Shot Down und bist schnell unterwegs. Das ist der Unterschied. Das war spaßig. Dankeschön auf jeden Fall. Nee, hey, ich hab jemanden gekillt, der... viermal so viel Stunden hat oder so. Naja, nicht ganz. Nicht ganz. War fun, war fun. Wir probieren nochmal. Okay, packt einen Schlitten aus. Das könnte schwierig werden. Große Karte, einige offene Wege, aber halt eben auch viel Stuff. Viele Paletten, viele Safe Areas. Aber es geht mir ja prinzipiell jetzt nicht drum, hier mega Rabatt zu machen, sondern im Endeffekt einfach mal diesen Perk auszuprobieren. Und zu schauen, wie das so in einer normalen Situation irgendwie funktioniert. Hallo, die Damen. Du hast Sprint Burst. Das war ja, damit war ja überhaupt nicht zu rechnen. Das war ja krass, Alter. Habt ihr gesehen, wie der angetäuscht hat? Da wurde nochmal eben kurz der Nacken ausrasiert. Jetzt muss er die Palette schmeißen. Er schmeißt die Palette nicht! Der Typ ist vollkommen verrückt! What the fuck? Ich meine, Dead Heart kann er nicht haben, ne? Was ist mit dir? Komm, bitte zum Haken. Bitte zum Haken, bevor der Gen hochgeht. Fuck! Als hätten die es gehört! Lass es! Ach, was mache ich denn jetzt? Ach. Ach. Junge, sabotiert ihr meine Haken? Wer tut es? Leon. Bist du's? What the fuck?
Was soll denn der Scheiß? Hallo? Ihr Pimmel, oh, das wäre die einfachste Kettensäge ever gewesen. Was ragt denn da so ein Scheißäckchen raus? Kletter, Sack, ich säg dich, Digga. Do it! Fuck! Oh, hi! What the fuck? Wo bin ich? Was? Holy shit! Ach, come on! Wir lieben Ormond. Das war... Was? Das war... Auto-Aim sein Großvater, Alter. Auto-Aims Urahnen waren. Oh, shit! Ich bin overhitzt. Das ist echt nötig, Alter. Sonst wäre ich zu OP. Palette-Liste spielen. Der wartet einfach, der Madman. Ja, die Leertaste ist schon 5 Kilometer weiter vorher gedrückt. Verschwind hier übelst Zeit, Digga. Hier kriege ich auch keinen Value aus dem Perk. Fuck. Oh, ich muss los, Alter. Ich muss los. Das ärgert mich zwar, aber da hat er auch eine Safe-Struktur. Das war... Zwei Unsafe-Paletten hintereinander können halt auch sehr gut sein. Wenn er auf die Mindgame reingefallen wäre, schon lange down. Aber die zwei Gens werden trotzdem fertig. Du bist doch hier der Sabo-Heini, oder? Warte mal, ich habe eine kleine Überraschung für dich. Warte mal, pass mal auf. Der weiß nämlich Dinge nicht. Ich weiß Dinge. Wie die Spieler wissen das. Warte mal. Oh, nicht schlechte Kettensäge. Komm, müsst ihr zugeben. Die Truhe hat halt keine Collision. Deswegen an diesem speziellen, was auch immer das ist, Baumaschinen-Dings. Kannst du halt so drum rumkurven, wie bei den Autos auf Azeroth oder Badham oder so. Oder Lampkin Lane. Snipe? Der erwartet nicht. Schade, 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 schade. Jo, du auch, Mann? Ich kann ihn nicht blocken. Oh, schade. Kann ich ihn auch kurven? Warte mal. Noch nicht, nächste Runde. Muss meine Aufladezeit im Blick haben. Warum macht er nicht? Hätte ich keine Engravings, hätte ich den auch nicht gekriegt. Nice, er hat's gecheckt, Alter. Der wusste. Siehst du, der wusste. Der war am Gen, kein DS. Yui! Hätte ich nicht Yui gesagt, hätte ich ihn nicht gekriegt. Hier ist jemand. Er hat Sprintlos, leider. Der hätte sich einen Scheiß bemüht, ne? Fuck! Okay. Okay, Jake. Das war eine Dominanzgeste. Das ist ein Alpha-Jake, Alter. Hello! Ich kann nicht snipen, wenn die Karte zu offen ist. Nur wenn die Karte offen ist, kann ich snipen. Aber wenn sie zu offen ist, dann sehen sie auch und ich kann nicht snipen. Ja! Das war eine Katastrophe, Alter. Fuck! Das wäre die Chance! Ihr seht das Potenzial, ne? Gott, diggity. Wo ist der hin, Alter?
Bauarbeiter. Der hat fucking Balls of Steel, der Typ. Adrenalin. Pass auf, ich hab Glück. Ich liebe dieses Spiel, Alter. Okay. Oh, was? Hä? Hey, ich hab gar nicht verzogen. Ihr habt verzogen, ich hab nicht verzogen. Ihr seid verzogen. Ihr seid umgezogen, seid ihr. Defend the doors. Hier ist gar keiner. Ich hab nichts zum Defenden. Fuck. Lass meine Haken, Alter. Lass die. Oh nein. Ja, sieh du. Oh nein. Ey, wenn mich jetzt zwei blockieren hier? Digga, ich hab keine Haken. Das geht auf, deren Plan. Oh, fuck. Okay. 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 Okay, ihr habt gewonnen. Sick. Sick, sick Haken RNG. Hier ist doch gar keiner. Das war nicht mal gesabot. Wait. No way. No way. Wo ist der Typ? Digga. Komm her. Komm her. What the fuck? What? Wo kriegst du ihn noch zum Haken? Der Dead Art. Der war 5 Kilometer weg. Oh, der Sabot jetzt auch. Weil ich drop den. Pass mal auf, pass mal auf. Ja, was machst du denn nun? Ihr Scheiße passiert. Oh, fuck, er hat den R-Knopf entdeckt. Also er hat schon gedeadhartet. Jetzt stirbst du. Alter, ich respektiere. Ich respektiere die Message hier gerade. Der ist nochmal rein und der hat nochmal seine Toolbox blitzen lassen oder so. Geiler Typ. Der hat nochmal einen gucken lassen. Ja gut. Den anderen kriege ich nicht mehr. Der wiggelt. Ich habe hier nichts. Hier wäre auch so kein Haken gewesen. Ja, der hat nicht gesabot. Das war alles komplett sinnlos, Alter. Das hat mir jetzt auch einen Kill gegeben. Ja, ist klar. Gut, wenn die nicht gebodyblockt hätten, dann hätte es geklappt, aber... Egal. Ja, schade. Ich hätte fast Value bekommen aus Floods of Rage. Fast. Wäre das ein geiler Snipe geworden. Aber es war ein bisschen leicht nicht ganz der richtige Winkel. Das ist schade. Aber okay. Wir wissen ja, wie das gemeint ist. Stellt euch einfach vor, der wäre umgefallen und im Dreck gelandet. Dankeschön fürs Zuschauen, Leute. Haut rein und bis zum nächsten Mal.